Der Lesetipp interessiert bestimmt viele Frauen, jung und alt, aber speziell interessiert es mich, weil es geht um meine Lippen, allgemein Lippen. Ich habe vor über 15 Jahren meine Lippen aufspritzen lassen, gestehe ich. Muss aber auch sagen, dass sie irgendwie nicht zu meinem Gesicht gepasst haben. Ich habe mich relativ fremd gefühlt und trotz allem finde ich einfach volle Lippen oder ein bisschen voller interessant und einfach irgendwie attraktiver. Nur mit dem Alter wird es nicht besser. Sie werden auch mit der Zeit ein bisschen mehr Falten drin, sie werden irgendwie kleiner. Und für das habe ich jemanden an meiner Seite, und zwar Jana Müller. Sie ist Make-up-Artist und Make-up-Expert vor allem. Und sie wird mir helfen, die besten Tricks zu zeigen oder auch die Pflege, wie ich meine Lippen auf Vordermann bringe. Vielleicht hast du mir schon von der Pflege vielleicht ein paar gute Ideen, wie ich sie ein bisschen aufplampen kann. Das heisst, sie ein bisschen breiter oder voller machen, ohne dass ich zur Spritze greifen muss. Genau. Auf jeden Fall gibt es da ein paar Tricks und Tipps. Und wie du schon angetönt hast mit der Pflege, und ja, das ist eigentlich schon das Allerwichtigste, Pflege. Weil ausreichende Lippen sehen nie schön aus, ob sie jetzt voll sind oder schmäler sind. Und darum schauen wir doch gerade mal, was es so alles gibt. Also, was ganz cool ist, was sehr aufgekommen ist in den letzten Jahren, sind so Lippenmasken. Zum Beispiel, also wir kennen es ja schon vom Gesicht, mit diesen Folien, die man so aussieht. Jetzt gibt es das auch explizit für die Lippen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel... Von Rodial, gell, die ist super. Die Dragon Blood Lip Mask. Hydratone and Tone. Könnte ich mal aufmachen. Okay, probieren wir mal, oder? Wie man sieht, es ist nicht ganz einfach, um so eine Lippenmaske drauf zu tun, weil die sehr dünn ist und fein. Und die ist einfach getränkt mit Serum, damit die ganze Lippenpartie schön befeuchtet wird, mit Hyaluronsäure aufgeblustert wird. Und das tut, wie du vorher gesagt hast, dass du merkst, dass du ein bisschen Fältchen hast. Mhm. Das merke ich auch. Also das ist einfach, das kommt unweigerlich. Und da die Masken tun halt eben die Fältchen aufblustern und schauen, dass schon mal die ganze Partie so gestrafft aussieht und einfach aufgeploppt. Und das sollte man wie viel mal machen? Das kann man nach Belieben machen, die Maske. Also ich denke, so 2-3 Mal in der Woche oder vielleicht speziell würde ich es vor einem Anlass zum Beispiel, wenn du am Abend ein Date vor hast. Vor einem Date. Genau. Ganz toll sind, wie vorher erwähnt, die Peelings, die man natürlich ganz am Anfang macht vor der Pflege. Mhm. Und zwar gibt es jetzt ganz neu von MAC, die Lip Scrunches. Die sind zum Teil auf Zuckerbasis, zum Teil hat es so Kerne, ganz viele Kerne drin und hat verschiedene Geschmäcker. Also sowieso, es gibt so viele verschiedene Lippenpeelings. Jedes ist wieder ein anders zusammengesetzt, aber tut halt die Lippen durchbluten, macht es also durch röter, voller und so Partikel, gell, die vielleicht von der Trockenheit kommen, die gehen natürlich auch weg. Genau, also tut es sicher glätter, das sehen wir ja auch, wenn man am Körper ein Peeling macht. Ich habe es früher mit der Zahnbürste gemacht, also ich glaube, es ist besser und schonender mit dem. Ja, weil es halt natürlich noch so Shea-Butter und verschiedene gute Inhaltsstoffe. Ja, aber in der Not finde ich jetzt Zahnbürste auch gar nicht schlecht, weil es tut wirklich durch Blutung anregen. Zahnputzen und dann gerade noch die Lippen machen. Genau, es tut so kleine Häutchen sowieso auch gerade wegputzen. Von dem her ist das ein Low-Budget-Tipp. Also ein paar von meinen Lieblings momentan, das ändert sich immer wieder, weil es kommt ja mit den neuen Produkten. Ein paar bleiben für immer, wie zum Beispiel das von Sensei. Das Lippenpflegeprodukt ist auch fast ein bisschen wie ein Serum, also es ist einfach mega angenehm. Ja, genau. Super. Ohne Parabene, so wirklich die Lippen nicht austrocknen. Was ich momentan auch sehr cool finde, sind die Eier da von EOS. Schmecken fein, gell? Nach Zitronen. Und hat gerade noch Sonnenschutzfaktor drin. Okay. Also auch ideal, wenn man mit Bergen geht. Bergen ja, für mich. Das gibt auch praktisch bei Handtaschen, so von Laura Mercier zum Beispiel, Lip Silk, die auch sehr gut ist. Oder von diesen neuen Remedies. Ja, den liebe ich, den habe ich auch. Genau. Remedies von Bobby Brown. Der ist Hammer. Gibt's auch so einen. Das ist mir überall auch unter den Augen manchmal. Genau, das ist auch so. Das ist ein super Teil. Kann man auch. Ja, ist fantastisch. Ja, noch, was meinst du als Profi von diesen Plumper, sagt man? Genau. Oder Plumber, Plumper. Plumper. Plumpers. Ich habe vor Jahren so einen mal gekauft in Paris. Ich glaube, es gab ihm zuvor damals. Und es hat ja brennt. Meine Lippen sind zwar ein bisschen auseinander, aber vor allem, sie sind knutschroh gewesen. Also ich habe praktisch keinen Lippenstift nachher gebraucht. Hat aber nicht lange angehebt. Ist das immer noch eine Lösung oder gibt es da ganz tolle dafür, dass es wirklich ein bisschen anhebt oder ist es nur eine so momentane Sache? Ja, also ich glaube, die haben sich sehr entwickelt. Weil
früher, ich hatte wirklich genau das gleiche Erlebnis. Ich hatte mal so eine ausprobiert, was neu rausgekommen sind, und ich hatte auch so Schmerzen gehabt. Mittlerweile ist es zum Glück nicht mehr so. Die man kauft, sind nicht mehr so aggressiv. Aber es ist natürlich mit entweder Chiliöl, Cayenneöl, manchmal Pfefferminzöl oder Cayennepfeffer. Und das Ganze tut anregen. Genau, es tut die Blutung anregen, es reizt. Und, aber ich kann dir heute zwei vorstellen, die ich gut finde, die aber, ich würde mal sagen, maximal für ein Selfie anheben. Also, für den ersten Blick. Ganzen Abend. Für den ganzen Abend. Genau, der erste, der ist von Rodial. Das gibt Glanz, hat Vitamin E drin gepflegt und eben auch so ein bisschen wie Drachenblut. Drachenblut. Wow. Hat eine Sache. Das ist jetzt so ein Stift, wo man hinten muss drücken, dass es rauskommt. Okay. Das schauen wir mal. Sollte man das nur aufs Lippenrot drauf tun oder auch ein bisschen außerhalb der Lippen? Was empfiehlst du? Ich würde es nur aufs Lippenrot. Okay. Einfach wirklich bis an den Rand. Weil sonst wird es dann aussen durch, je nachdem unkontrolliert rot. Okay. Du blutet ja, das und das nicht. Aus. Okay. Ja. Also es fühlt sich schon mal sehr gut an und es kribbelt. Aber angenehm. Ja. Es ist ein feines Kribbeln, was für es schafft. Nein, es schafft, aber es schmeckt extrem viel. Ja. Eine Alternative wäre jetzt zum Beispiel eine von Victoria's Secret. Victoria's Secret? Ja. Das ist lustig. Die haben recht gute Gloss. Ja, okay. Und der heisst Extreme Plumper Almost Nude. Okay. Und der hat wirklich auch noch ein bisschen Farbe drin. Ich kann es dir mal zeigen. Quasi. Das ist eigentlich wie ein Gloss und ein Plumper in einem. Am Anfang dachte ich, ja, vielleicht ist es nur ein Gloss, aber er tut wirklich auch ein bisschen anregen. Ja. Also man muss herausfinden, was zu einem passt. Genau. Jetzt kommt ja als nächstes der Primer. Und das ist sehr wichtig, weil es macht haltbarer die Farbe. Und auch, es tut wirklich alles nochmal so ein bisschen... Also, wenn du die Farbe drüber tust, hebt es einfach wirklich. Viel, viel besser. Und das geht es Es gibt verschiedene auch wieder. Man kann einen Primer nehmen, der extra für die Lippen ist. Auch Augenkontur kann man mit dem auch ein bisschen... So der Primer in dem Sinne, es tut... Fältchen auch verfeinern. Mhm. Ich nehme auch gerne zum Beispiel hier von Estée Lauder den Illuminator, ein Primer, der auch fürs Gesicht ist. Ich finde, den kann man auch super für die Lippen nehmen. Okay. Machen wir doch gerade mal auf den Lippen auf. Der hat auch noch so ein bisschen einen Glow drin. Darum nehme ich den Illuminizing Primer, weil alles, was so ein bisschen Glow drin hat, genauso wie ein Gloss, die machen die Lippen voller. Als nächstes empfehle ich auf jeden Fall, um die Lippen zu vergrössern, einen Lip Liner. Da, ich glaube, ich habe es vorher schon erwähnt, aber ich würde auf jeden Fall auf Nude-Töne gehen. Vielleicht Nude Rosé sind sehr schön, weil alles, was hell ist, die Lippen vergrössern. Und wenn du jetzt dunkle Farben nimmst, wird es noch kleiner aussehen. Wenn man am Anfang den Amorbogen macht, kann man bereits ganz leicht über die natürliche Kontur rausgehen. Das ist aber sehr wichtig, dass man da ein bisschen ein Feingefühl hat und nicht irgendwie einen halben Millimeter drüber ist, sondern wirklich einfach so einen Hauch oben an der natürlichen Linie Kontur macht. Als nächstes nehme ich jetzt so einen Lipgloss. Das ist so eine Mischung zwischen Lipgloss und Lippenstift. Lipgloss? Genau, also so heisst jetzt der spezifische. Und das Coole an dem ist, er ist farbintensiv, aber er hat auch wirklich so richtig glossig, wo halt die Lippen nochmal vergrössern. Okay, alle damit. Schöne Farbe. Gell? So frisch. Ich tue es ein bisschen wie ineinander verwischen. Also ich gehe ein bisschen auf Kontur drauf. Es gibt natürlich auch matte Lippenstifte, wo man dann noch den Gloss drüber tun könnte. Finde ich zum Beispiel auch sehr cool. Die Lip Kits von Kylie, die man online bestellen kann. Die haben jeweils zu einem Gloss oder zum Lippenstift. Das wäre zum Beispiel Lippenstift, Gloss und Lip Liner. Und die finde ich auch sehr cool. Also von der Farbe ist einfach perfekt aufeinander abgestimmt. Und die machen, da kannst du wirklich auch ein bisschen die Lippen grösser schummeln. Dann, was auch toll ist, sind solche Produkte, die ein bisschen Schimmer drin haben. Ja. Weil das ist, gibt ein bisschen einen 3D-Effekt. Einmal. Okay. Von dem her auch ein bisschen alles, so ein bisschen Glitzer oder so drin hat, ist einmal besser für die Lippen. Und diese da, den kenne ich noch von früher. Der ist so ein alter Bewerter von MAC. Und der nochmal auf alles nochmal drauf. Genau. Okay, dann haben wir 4D. Zu guter Letzt machen wir noch das Eintüpfchen auf den Lippen machen. Und zwar ist das, man kann irgendeinen Highlighter nehmen, das ist jetzt wieder einer von MAC. Es gibt
mittlerweile von allen möglichen Marken. Wichtig ist, dass man genau hier in die Mitte einen kleinen Highlighterpunkt setzt. Und das tut auch optisch die Lippen nochmal vergrössern. Also, mir gefällt es. Ich hoffe, es gefällt auch euch. Ich bin ready for my selfie. Komm, Schatz, zeig mir uns. Ah, ja, genau so.